Hallo und herzlich willkommen zu Cash's Corner. Diese Woche freue ich mich sehr, dass mein Freund und ehemaliger Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes und unser ehemaliger Botschafter in Deutschland, Rick Grenell, hier bei uns ist. Rick, willkommen in der Sendung. Sie haben einen meiner Titel vergessen. Welchen? Der präsidiale Gesandte für Kosovo und Serbien. Sie haben so viele Titel, ich kann nicht alle durchgehen. Das ist mein Lieblingstitel. Ich bin wirklich sehr erfreut, Sie hier bei Cash's Corner als meinen ersten Gast zu begrüßen. Ich könnte mir keinen besseren Freund, Gastgeber und Patrioten für unsere Sendung vorstellen. Wir werden über Ihre Amtszeit als Direktor des Nationalen Geheimdienstes sprechen. Wir werden über Ihre Amtszeit mit Serbien sprechen, über die Beziehungen zum Kosovo und wir werden über Deutschland sprechen. Sie waren der Botschafter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Deutschland. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft in Europa ist. Sie denken, es sei das Vereinigte Königreich, aber es ist Deutschland. Erzählen Sie uns von Ihrer Amtszeit, wie Sie nach Deutschland gekommen sind. Was waren Ihre größten Errungenschaften, von denen Sie glauben, dass die Amerikaner oder die Welt Sie nicht kennen? Nun, das ist eine große Frage und es steckt sehr viel dahinter. Ich würde sagen, wir stehen jetzt am Ende der Amtszeit von Angela Merkel. Und was ich sagen möchte, ist, dass es für mich, der ich vor Ort war und die Deutschen aus der Nähe beobachtet habe, klar ist, dass sie in den letzten 12 bis 16 Jahren ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin von Deutschland und als Anführerin Europas die Konservativen grundlegend verändert hat. Sie kommt aus der konservativen Partei, aber sie hat sich persönlich von der konservativen Partei entfernt. Sie gewann immer wieder, weil sie in der Lage war, eine Koalition von Politikern außerhalb der konservativen Bewegung zusammenzustellen. Aber sie verlor viele Konservative. Sie bewegte sich und ihre Basis zog nicht immer mit, was meiner Meinung nach einer der Gründe für den Aufstieg der konservativen Parteien war in Deutschland. Es gibt viele konservative Stimmen, auch in anderen Parteien in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass sie eine große Verfechterin der Konservativen war. Ich glaube auch, dass sich jeder Durchschnittsdeutsche einen Führer wünscht, der ruhiger ist und kein Drama macht. Sie haben ja eine besondere Geschichte mit einer sehr starken Führungspersönlichkeit. Sie haben Angst davor, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, sie wollen Führungspersönlichkeiten, die zurückhaltend sind und, ich würde sagen, ein wenig stoischer. Sie denken, dass dies ein guter Weg ist, weil so eine Person Krisen leicht bewältigen kann. Ich glaube aber nicht, dass das so stimmt. Ich denke, dass man Führungspersönlichkeiten braucht, die ein wenig handlungsorientierter sind. Und niemand würde jemals behaupten, dass Bundeskanzlerin Merkel handlungsorientiert ist. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom täglichen Mediendschungel. Die neue Epoch Times Wochenzeitung. Ausgewogener Journalismus und unabhängige Berichterstattung. Für kritische Leser und kluge Köpfe. Testen Sie jetzt 3 Ausgaben gratis und lesen Sie den Unterschied. Wir könnten viel über die Leistungen sprechen, die Sie als Botschafter in Deutschland erbracht haben. Und eines der Dinge, an die ich mich am meisten erinnere, ist, dass ich auf dem Dach Ihres Büros stand, das die meisten Menschen nicht kennen, weil sie nicht dorthin gelangen können. Es ist der Außenbereich mit der Statue von Ronald Reagan, der das Brandenburger Tor überblickt. Das ist einer der eindrucksvollsten Orte, an denen ich je war. Und ich erinnere mich, dass ich mit Ihnen dort oben war, an einem der Weihnachtsfeste, als Sie Botschafter waren. Und wir haben über eine Reihe von Dingen gesprochen. Bundeskanzlerin Merkel war eines davon. Aber die andere Sache, über die wir gesprochen haben, war Nord Stream 2. Ich glaube nicht, dass die Welt und viele Amerikaner sich der Auswirkungen bewusst sind, nicht nur der Auswirkungen auf die nationale Sicherheit, sondern auch der Auswirkungen von Nord Stream 2 auf die Energieversorgung. Vielleicht können Sie uns helfen zu verstehen, was Nord Stream 2 ist und warum es so große Auswirkungen auf die Welt hat und warum Russland ein solches Problem bei dieser Pipeline ist. Ich muss noch kurz etwas zu der Ronald Reagan-Statue sagen, weil Sie sie angesprochen haben.
Es war etwas, von dem ich nicht dachte, dass ich es je tun werde. Aber als ich dort ankam, hatte die Ronald Reagan Presidential Library Foundation verkündet, wir würden gerne eine Reagan-Statue in Berlin aufstellen. Richtig, die Statue war noch nicht da, bevor sie in Berlin ankamen. Sie war nicht da. Und das Dach der Botschaft war kein besonders schöner Ort. Es war nur ein Platz im Freien. Aber als die Zuständigen der Foundation mir mitteilten, dass die Stadt Berlin es nicht erlaubt, eine Ronald Reagan-Statue aufzustellen, störte mich das. Weil in Berlin eine Menge Leute geehrt werden. In Deutschland werden zum Beispiel viele Kommunisten geehrt. Also wandte ich mich an den Bürgermeister und fragte, wo können wir die Ronald Reagan-Statue in der Stadt aufstellen? Er sagte, nirgendwo. Es gibt keinen Ort, an dem wir sie aufstellen können. Er lehnte es erneut ab und wir bekamen 10 oder 11 Jahre lang immer wieder Absagen. Ich ging zur Ronald Reagan Foundation und sagte, ich habe eine gute Idee. Wir werden das Dach der Botschaft in eine Ronald Reagan-Terrasse verwandeln. Ich will nicht nur eine Statue dort haben, sondern auch ein Video über ihn. Von der höchsten Stelle der Botschaft kann man auf die ehemalige Mauer hinunterblicken. Sie stehen direkt am Brandenburger Tor und sind genau an der Stelle, an der Ronald Reagan 87 seine Rede hielt. Reißt diese Mauer nieder. Es war nur Meter von dort entfernt, richtig? Man kann die Stelle vom Balkon aus sehen. Ich wollte die Rede von Ronald Reagan, Tear Down This Wall, von der Spitze des Gebäudes abspielen lassen. Es gab dort ein Terminal. Man geht hin, drückt auf den Knopf und kann sich ansehen, wo er es getan hat und kann sich die echte Rede ansehen, direkt neben der Ronald Reagan-Statue. Für mich war das meine Art, dem Bürgermeister von Berlin zu sagen, ich werde es trotzdem tun. Und Sie haben es getan. Wir haben es gemacht. Ich weiß noch, wie ich auf Play drückte und das war ein wirklich einschneidender Moment, denn wie Sie schon sagten, es sind nur Meter. Du bist draußen, du berührst buchstäblich das Brandenburger Tor vom Dach aus und schaust nach unten, drückst auf Play im Video und kannst es dir fast vorstellen und diesen Moment spüren. Ich werde Ihnen sagen, Cash, dass ich an dieser Stelle gestanden und die Rede gehört habe, und zwar zusammen mit US-Senatoren, die Tränen vergossen haben. Ja, ich auch. Daran erinnere ich mich gut. Sie sagten, wow, was für ein Moment. Danke, dass Sie es hier aufgestellt haben. Naja, und nicht dem Bürgermeister von Berlin. Sie haben es geschafft. Apropos erledigt. Aufgrund meiner Arbeit im Bereich der nationalen Sicherheit weiß ich eine Menge über Nord Stream. Aber die meisten Menschen wissen nicht einmal, wo es liegt oder worum es geht. Das war eine große Aufgabe, die Sie als deutsche Botschafter bewältigen mussten. Nun, zunächst einmal mussten wir uns damit befassen, weil die Bundeskanzlerin Merkel nach Fukushima beschlossen hat, aus der Kernenergie auszusteigen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lektion von Fukushima wirklich darin bestand, die Kernenergie abzuschaffen. Vielleicht lautete sie mehr, baut nicht am Meer in einem Erdbebengebiet. Aber ich glaube, Deutschland hat das falsch verstanden. Vielleicht war es für sie auch ein wenig politisch motiviert, denn die Grünen waren im Aufwind und sie wollte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. In welchem Jahr war das? Fukushima war im Jahr 2011. Unmittelbar danach haben die Deutschen den Fokus auf die Kernenergie gelegt und die Situation etwas überspitzt. Wie haben Sie das gemacht? Sie wollten das Thema um die Kernenergie politisch einfach loswerden. Gegen Kohle gehen Sie jetzt genauso vor. Das haben Sie zwar bisher noch nicht vollständig abgeschafft, aber das ist das Ziel. Sie sind nun gezwungen, sich auf Erdgas zu verlassen und nach erneuerbaren Energien zu suchen. Ich denke, die Energiepolitik muss über allem stehen. Sie muss ein bisschen von allem sein. Die Deutschen haben sich jedoch anders entschieden. Deshalb sind sie jetzt gezwungen, Gas aus Russland zu kaufen. Die Mengen, die sie beziehen, sind gefährlich. Mit Nord Stream 1 waren die USA einverstanden. Doch Nord Stream 2 geht in ihrer Abhängigkeit von Russland zu weit. Zum Verständnis, was sind Nord Stream 1 oder 2? Es sind Erdgasleitungen nach Europa oder zur Versorgung Deutschlands. Wer baut sie? Russland baut sie und Russland besitzt sie. Daher ist das ein klares Druckmittel, das von Russland bis nach Europa reicht. Russland liefert Energie und bekommt dafür Geld. Russland kann daher jederzeit die Energieversorgung unterbrechen.
Sie sind in der Lage, den Europäern Angst einzujagen, indem sie sagen, tut dies und das oder ihr bekommt keine Energie mehr. Energie ist nun einmal lebensnotwendig. Was wir in Amerika sagen, und übrigens teilen wir diese Ansicht mit dem Europäischen Parlament, kein Land sollte uns so viel Energie liefern, dass wir an dem Punkt kommen, an dem wir für andere Dinge auf dieses Land angewiesen sind. Ich würde sagen, das ist es, was Nord Stream 2 den Russen gebracht hat. Ich möchte also daran erinnern, dass Deutschland das wirtschaftliche Machtzentrum Europas ist. Es ist die größte Volkswirtschaft, was bedeutet, dass es der größte nationale Sicherheitsakteur in Europa ist. Ich weiß, man sagt Großbritannien, aber was die schiere Größe und das Volumen angeht, muss es Deutschland sein. Warum also sollten sich die Amerikaner dafür interessieren, was die Russen gebaut haben und den Deutschen für eine Pipeline gegeben haben? Und welche Auswirkungen hatte Deutschlands Position auf die nationale Sicherheit für Sie als Botschafter und höchster US-Repräsentant vor Ort? Nun, ich denke, unsere Befürchtung war, dass die Deutschen sich zu sehr auf Russland verlassen würden, während sie Mitglied der NATO sind. Die NATO existiert, um Russland zu bremsen und um seinen Aufstieg zu stoppen. Und jetzt sehen wir, dass die stärkste Wirtschaft in Europa, die deutsche Wirtschaft, diese starke Beziehung zu Russland hat und von ihnen mit Energie versorgt wird. Unsere Befürchtung und die Befürchtung der Europäer war, dass diese Beziehung bedeutet, dass sie nicht in der Lage sein werden, andere rationale Entscheidungen zu treffen, wenn man sich bei der Energieversorgung zu sehr auf Russland verlässt. Ich sage immer, dass in dieser Pipeline nicht nur Gas steckt, sondern auch eine Menge Druckmittel. Und das macht uns nervös. Das macht auch andere europäische Länder nervös. Die amerikanische Politik will, dass Europa eine Vielzahl Energiequellen hat. Unsere Politik zielt jedoch nicht darauf ab, dass man gar kein Gas oder Energie aus Russland beziehen darf. Russland sollte auf jeden Fall ein Teil davon sein, was die Europäer an Energie bekommen. Mit Nord Stream 1 und 2 und noch einigen anderen Pipelines wird die Abhängigkeit von einem einzigen Land jedoch zu groß. Und übrigens habe ich als damaliger US-Botschafter in Deutschland auch gesagt, dass man sich auch nicht zu sehr von Amerika abhängig machen sollte. Es ist nicht unsere Politik, dass man nur nicht zu abhängig von Russland sein sollte, sondern man sollte sich von keinem Land abhängig machen. Die Mischung verschiedener Energieträger ist wirklich wichtig. Unter diesem Punkt scheitern die Deutschen. Ich weiß, dass sie in Europa viel Kritik einstecken mussten. Habe ich? Zumindest habe ich das zu Hause im Weißen Haus so erlebt, als ich die nationale Sicherheit unter Präsident Trump in Sachen Terrorismusbekämpfung leitete. Und Sie und ich hatten dort einige Berührungspunkte. Aber Sie haben Nord Stream 2 jedoch tatsächlich gestoppt, zumindest eine Zeit lang. Es diente nicht nur den nationalen Sicherheitsinteressen der USA, sondern auch denen Europas und war eine Repressalie gegen die Vorherrschaft Russlands in der Region. Wie haben Sie es geschafft, eine der Supermächte der Welt dazu zu bringen, ein solch massives Projekt zu stoppen? Weißt du, ich wurde von den russischen Medien ständig verspottet, weil ich immer davon sprach und Nord Stream 2 zu einem großen Thema machte. Aber es war ja auch ein großes Thema. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass die Deutschen die Bestie fütterten, obwohl sie Mitglied der NATO sind. Sie erfüllten ihre NATO-Verpflichtungen nicht. Die Zusage aus dem Jahr 2014, als alle NATO-Mitglieder in Wales zusammenkamen, dem sogenannten Wales Pledge. Die Zusage lautete, dass jedes NATO-Mitglied innerhalb der nächsten 10 Jahre 2% seines eigenen Bruttoinlandsprodukts für seine eigenen Militärprogramme ausgeben wird. Warum sollten Sie das tun? Ich sage den Leuten immer, dass die NATO wie eine Hochzeitsliste ist. Wenn man zu einer Hochzeit geht, trägt man sich für bestimmte Gegenstände ein, die die Brautleute ausgesucht haben und die man dann zur Hochzeit als Geschenk mitbringt, richtig? Bei der NATO ist es genauso. Die NATO sagt uns, was sie im Hinblick auf einen potenziellen Krieg braucht. Und sie listet alles auf. Die Länder melden sich an, um am Krieg teilzunehmen. Ehrlich gesagt, ist das wie eine Hochzeit. Vor dieser Zusage trugen die USA den größten Teil dieser Kosten, richtig? Als Präsident Trump sein Amt antrat, versuchte er, die NATO-Mitglieder wie Deutschland dazu zu bringen, diese Zusage tatsächlich einzuhalten. Das ist das Frustrierende an der Wales-Zusage. Niemand hat die Deutschen gezwungen, zu unterschreiben. Wir sagten dann,
Ihr wollt Mitglied der NATO sein? Hier ist eine Verpflichtung. Könnt ihr sie unterschreiben? Und die Deutschen haben es getan. Die Merkel-Regierung hat es unterschrieben. Und all die folgenden Jahre haben sie sich geweigert, sich daran anzunähern, die 2% zu bezahlen. Unter Trump haben sie sich ein wenig darauf zubewegt. Jedes Mal, wenn Trump zu Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie geben die 2% nicht aus, die sie für die NATO versprochen haben, war die Antwort, nun, wir bewegen uns darauf zu. Und wie beeinflusst das nun Amerika? Ich würde sagen, wenn die NATO-Mitglieder alle Programme finanzieren würden, die die NATO braucht, um alle im Bündnis zu schützen, dann müsste Amerika weniger ausgeben. Und wir geben bereits zu viel aus. Wenn die Deutschen nicht für ihre eigene Verteidigung zahlen und nicht über die Fähigkeiten verfügen, die die NATO benötigt, fällt es auf Amerika, sie zu schützen. Und das gefällt mir nicht, das ist nicht fair. Ich finde das nicht fair, schon gar nicht gegenüber dem amerikanischen Steuerzahler. Viele mögen es nicht wissen, Deutschland beherbergt bis heute das größte Kontingent von US-Soldaten außerhalb Amerikas auf dem Planeten Erde. Das heißt, es gibt viele, viele Basen. Das sind riesige Städte, die Amerika gebaut hat. Ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wir mit ihnen an der Seite unserer Verbündeten gegen das damalige Nazi-Deutschland kämpften. Bis heute sind etwa 25 oder 30.000 amerikanische Soldaten über mindestens ein halbes Dutzend Stützpunkte in Deutschland verstreut. Die amerikanischen Steuerzahler bezahlen diese Rechnung in Höhe von 4% des deutschen BIP. Ist das in Ihrer Zeit als Botschafter jemals zur Sprache gekommen? Und wie war das mit den 2% Zusagen der NATO verbunden, wenn überhaupt? Und ist es uns gelungen, die Deutschen dazu zu bringen, für die Sicherheit, die wir ihnen gaben, zu bezahlen? Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat haben wir sie sehr oft gestellt. Wenn man die Truppen auf Zeit in Deutschland zusammenzählt, sind es mehr als 50.000. Wenn Sie die Rotationstruppen mitzählen, die ständigen und die Rotationstruppen zusammen sind mehr als 50.000. Ich habe Bundeskanzlerin Merkel gegenüber immer wieder gesagt, Amerika zeigt sein Engagement. Alles, worum wir Sie bitten, ist, dass Sie, wenn Sie Mitglied der NATO sein wollen, auch tatsächlich ein vollwertiges Mitglied der NATO sind. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie keinen guten Ruf. Ich habe das mehrmals zum Ausdruck gebracht. Den deutschen Medien hat es nicht gefallen. Aber ich sage Ihnen eines. Bundeskanzlerin Merkel hat mir gegenüber einmal zugegeben, dass der Grund, warum sie es nicht mochte, dass ich das immer wieder erwähnte, und der Grund, warum große Emotionen aufkamen, darin lag, dass ich recht hatte. Weil es ihnen wehtat, daran erinnert zu werden, dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Es gab eine Vielzahl von Ausreden. Die intellektuelle Gemeinschaft in Deutschland würde eine Menge Gründe aufzählen. Niemand will, dass die Deutschen ein großes Militär haben, was meiner Meinung nach nicht stimmt. Und deshalb würde ich die Sache weiter vorantreiben. Das muss ich Präsident Trump hoch anrechnen, denn wir waren bereit, der Kritik zu widerstehen und uns stets für das amerikanische Volk einzusetzen. Die Deutschen begannen, ihr Kalkül zu ändern, und sie zahlten mehr. Sie haben jedoch die 2%-Verpflichtung nicht erfüllt und erfüllen sie auch jetzt nicht. Sie sollten, und ich wünschte, sie würden es tun. Ich hoffe, dass künftige Verwaltungen sie zur Rechenschaft ziehen werden. Ich habe nicht gesehen, dass das Team von Präsident Joe Biden das Thema überhaupt angesprochen hat. Um ehrlich zu sein, hat das Biden-Team vieles davon zurückgenommen und die Nord Stream 2-Situation den Russen überlassen. Sie sagen, wir werden die Sanktionen nicht durchsetzen. Dadurch konnte das Projekt weitergehen. Die Biden-Regierung hat auch den Truppenabbau gestoppt. Wir wollten einen Teil der amerikanischen Truppen nach Hause bringen und die Biden-Regierung hat das verhindert. Das Biden-Team hat den Deutschen jedes erdenkliche Signal gegeben, damit sie ihren Weg fortsetzen können, Amerika zu ignorieren und den amerikanischen Steuerzahler zu missachten. Und ich denke, das ist unser Detriment.
Und ich denke, das ist zu unserem Nachteil. Wir könnten noch lange darüber reden und ich stimme Ihnen zu, was Nord Stream betrifft. Wie Sie wissen, habe ich als Stabschef des Verteidigungsministeriums mit Ihnen gesprochen und Sie um Rat in Bezug auf den Truppenabzug gebeten, weil wir nicht Milliarden von Dollar an Deutschland zahlen wollten, weil wir dieses große Kontingent an US-Streitkräften in Deutschland nicht brauchen. Lassen Sie mich noch einen Punkt zum Truppenabzug hinzufügen, weil ich ihn für sehr wichtig halte. Wir haben die angemessene Anzahl der Truppen in Deutschland nicht nur geändert, weil die Deutschen ihren gerechten Anteil nicht bezahlt haben und ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind. Ich glaube, dass wir im Pentagon schon so lange in einer Art Falle saßen. Ständig haben wir Truppen nach Deutschland geschickt, einfach weil die Stützpunkte dort sind. Wir haben dabei vergessen, strategisch zu denken. Wo ist der beste Ort, um Soldaten hinzuschicken? Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab eine Reihe von Fällen, in denen das Pentagon an mich herantrat und sagte, wir werden weitere 1.000 oder 2.000 Soldaten nach Deutschland schicken. Ich sagte dann, nein, das ergibt keinen Sinn. Ich habe mich ständig gegen eine Aufstockung der Truppen gestellt, weil es für das Pentagon einfach ein leichtes war, weiterhin Truppen nach Deutschland zu schicken. Ich war der Meinung, wenn wir strategisch vorgehen wollen, sollten dann nicht sowieso einige dieser Truppen in Osteuropa stationiert werden? Das ist ein Verdienst, das die meisten Leute nicht wissen, aber als Botschafter, als Chef der Mission, haben Sie tatsächlich die Autorität, die amerikanische Politik außerhalb des Präsidenten zu beeinflussen. Nur Sie könnten also dem Pentagon zu Recht sagen, ich akzeptiere Ihre zusätzliche Truppenpräsenz nicht. Und das habe ich auch getan. Deshalb lieben wir Sie.